Platz. Wie fühlt sich das an? Bitte? 20. Platz, bester Österreicher, wie fühlt sich das an? Ja, genial. Also hatte ich mir nicht gedacht, Top 20 hatte ich mir nicht gedacht, dass das ausgeht, aber... Wie war das Rennen für dich? Weil es ist ja doch relativ schnell gestartet, die Japaner sind relativ weit vorgezogen am Anfang. Wie, also da versucht dich aus der Ruhe bringen zu lassen, oder wie bist du das Rennen dann von Anfang an angegangen? Ja, eben die erste Runde habe ich ganz genau gewusst, dass ich die ungefähr in die 2 Stunden laufen werde. Das habe ich mir letzte Woche nochmal umgesagt, also wenn ich wo bin genau. Und ungefähr so bin ich dann auch gelaufen. Und ja, im zweiten Anstieg habe ich dann auch mal Puls geschaut und habe relativ gut durchgezogen. Ja, und du hast ja sukzessive aufgeholt, wie wir das dann von den Platzierungen her gesehen haben. Wie war dann gegen Ende? Weil es war dann ja auch technisch ziemlich schwierig und dann ist vor allem die Hitze dazugekommen. Hat die eine Rolle gespielt? Ja, die Hitze war nicht so das Problem. Mein Problem war, dass die Muskulatur einfach vor dem vielen Bergablaufen extrem ermüdet war und der letzte Anstieg war. Dann habe ich da auch nicht brutal viel ausnehmen müssen, dass ich überhaupt noch ins Ziel komme. Aber wie war es dann da in Innsbruck einzulaufen bei den Menschen, bei dem Jubel, bei der Stimmung? Ja, Wahnsinn. Also sowas habe ich noch nie erlebt. Das war echt genial. Daran kann man sich gewöhnen, oder? Ja, aber wer weiß, wie schnell nochmal daheim wäre. Gratuliere und danke. Danke. Christian Stern, jetzt auch schon im Ziel, ganz stark zweiter Österreicher geworden. Wie ist der gegangen den ganzen Tag? Ja, überraschend gut, weil ich wirklich Muskelschmerzen gehabt habe davor und ich dachte, das ist etwas wert. Aber es ist wirklich gut gegangen. Ich habe ein bisschen zu wenig gegessen da nach dem Hadel und keine Bitten war ich wirklich klinisch dort. Das war brutal. Aber es ist nachher, nach einer Stunde, wieder so gegangen. Das ist brutal, dass man da wieder so wiederbelebt wird. Das ist noch nie erlebt. Naja, das heißt ja immer beim Ultra, nach jedem Tief kommt man hoch und wenn es noch gut geht, wart nur, das geht vorbei. Genau so ist es, weil heute das Tief war, wirklich tief und hoch war. Okay. was war heute wichtiger? Kopf, Fiers oder Magen? Kopf und Fiers, ja. Magen habe ich prinzipiell einen guten, der darf mich nicht in den Stich lassen. Und Kopf und Fiers, weil noch keine Bitten. Ich wollte nicht mehr aufstehen bei der Labe. Das ist heiß gewesen, das war, ich meinte, das schaffe ich nicht mehr. Aber ja, nach einer Stunde ist es wieder gekommen. Was sagst du dieser ganzen Veranstaltung, wie sie das hochgezogen haben? Weil dass sie es mit dem IADF kennen, eine größere Veranstaltung wissen wir, aber hast du gedacht, dass es wirklich so groß wird? Nein, hatte ich mir nicht vorgestellt, weil es ist wirklich eine gewaltige Sache. Wirklich eine andere Dimension. Und was so Leute auf der Strecke waren, das war unglaublich. Das werde ich nie mehr erleben, ganz sicher, weil, ja, es ist so. Nein, ganz großartig. Was war eigentlich schlimmer für dich? Das Streckenprofil, also vom Steilheitsgrad, oder dass es richtig heiß geworden ist hinterher? Ich hasse die Hitze. In wirklich. Ich habe schon fast gebetet, dass es regnet. Da habe ich keinen Sorgen da. Weil für die Veranstaltung ist es ist ja ein Traum so, gell? Die Bilder und das Ganze drumherum. Nein. Aber persönlich hatte ich mir wirklich gewünscht, dass da kann es regnen, was weiß ich. Da kann es rutschig sein bei den Wurzeln auch, da von Salf 1. Aber habe ich auch überlebt. Ja. Nein, aber richtig, richtig gut gemacht. Ich glaube, es ist Zeit einmal für ein bisschen hinsetzen, ein Bier trinken, genießen. Und wegen Wetter. Ich habe gehört, der Rainer Bredl hat einen Antarktis-Marathon gemacht. Da ist das mit der Hitze nicht so ein Problem. Ja, zu kalt, das ist mir noch auch nicht recht. Ja. Ja, da bin ich hockig. Also leichter Nieselregen, 7 Grad hätten wir nächstes Mal bitte gern. 6 bis 8 Grad ist die ideale Temperatur, aber ohne Regen. Sonst kann es ein bisschen wärmer sein. Ja. Gut, wir richten es in Alex Pittl aus. Ja, genau. Danke dir. Gratulation. War es ein harter Tag? Das sieht man, glaube ich. Ich bin überglücklich. Es war unglaublich hart. Es war so ein Level, wie es sich für die Weltmeisterschaft gehört. Es war so geil, da mit sie fighten und sie kämpfen und nicht aufzugeben. Und, es war halt für mich unglaublich ein schwieriges Rennen. Aber die Leute haben mich einfach über die Trails gezogen. Keine Ahnung wie. Ich war halt nicht auf der Höhe, aber haben, glaube ich, einmal mehr bewiesen, was der Kopf, wenn er stark ist, ausmachen kann. Heute hat es nur der Kopf bei mir gemacht und ich bin jetzt umso glücklicher, dass ich
mit dem italienischen Team den dritten Platz belegt habe und dass ich gerade das Zündlein an der Waage war, weil ich glaube, es ist schon wenige Minuten gegangen. Und sie haben mir das in keine Witten nachgeschrien. Und es war der Schweizer und ich haben mit Messer zwischen den Zentren mal den letzten Uphill gemacht. War noch nachgegeben. Und ja. Nein, du hast ja sowieso, es hat ausgeschaut, als ob du quasi ein bisschen defensiv angefangen hast und hast die sukzessive dann auch nach vorn gearbeitet. Ich habe heute leider im ersten Downhill schon ein Missgeschick mit den Schuhen gehabt und habe einen Schuh wechseln müssen. Stöckel abgebrochen? Nein, ein anderes Teil ausgerissen. Aber das war mein Fehler, weil ich nicht aufgepasst habe und zwischen die Steine so angetuscht bin. Und normal kann man das immer reparieren, aber in der Hektik von der Weltmeisterschaft ist mir es heute nicht gelungen. Wo kriegt man denn ein Bier? Du musst die Vorabstand organisieren. Ach so. Nein, wollen wir uns gleich machen. Ja. Wo war ich? Du warst beim Riesengrinser. Beim Kopf warst du das beim Bier. Riesengrinser war ich. Wahrscheinlich. Ja. Den verliere ich heute nicht mehr. Das ist wohlverdient, muss ich sagen. Danke. Und jetzt natürlich, jetzt habe ich die Heimweltmeisterschaft noch mit einer Erinnerungen im Kopf und den nimmt man keiner und ich möchte ein riesengroßes Danke bei den Leitungen, bei meinem Team. Die haben die letzte Woche hinten und vier haben sie sich ausgerissen. Die haben mich eigentlich über die Strecke gejubelt, gepeitscht, angefeuert und sowas habe ich noch nie erlebt. Das Hordel, das war unvorstellbar. Es hat mich an Chamonix erinnert, aber es war noch geiler, weil ich die Leute verstanden habe. Ja, wohl war. War es von der Stimmung, also du bist ja die ganze Zeit ja schon dabei bei diesem ganzen, quasi bei dem Aufbau und bei dem Fotoshooting. So. In diesem schönen Zirkus. Ja, hast du damit gerechnet, dass es so groß wird? Ja. Ja? Weil wenn die Tiroler was angehen, Innsbrucker, Stubaier, ja, Tiroler Tourismus, dann ist das genau so. Das haben sie so oft bewiesen. Und genau deswegen kehren die Veranstaltungen da her, dass ich da jetzt meine erste Weltmeisterschaft gehen kann, daheim in meiner Wahlheimat laufen, in der Gänsehaut. Das haben wir im Podcast alles schon besprochen. Und ich war tatsächlich seit Anfang an dabei. Und wenn ich jetzt denke, dass ich vor zwei Jahren meinen ersten Ultralauf gelaufen bin und heute da als also in der Top 25 irgendwo eingelaufen bin, die Herstellgeschichte, da schreibst du nicht schön. Ja, du, vielen, vielen Dank. Jetzt da, zwei wichtigsten Sachen. Hinsetzen, Bier holen. Danke dir. Das haben wir uns verdient. Ja. Flo, dritter Österreicher bei deiner angekündigt vielleicht letzten WM. Brutal stark gelaufen. Wie ist es da gegangen? Puh, ja. Sachertag. Ab Kilometer 30 irgendwie Krämpfe gehabt, aber gar nicht gewusst, wo es herkommen war eigentlich. Genug getrunken und genug gegessen, aber sie sind ja leider nicht weggegangen. Obwohl es uns eigentlich alles passt hat und eigentlich dann ja, mit vieler mentaler Kraft die wegbeamen habe können oder mich wegbeamen habe können. Kopf, Fuß, oder Magen? Was ist das Wichtigste gewesen heute? Ah, der Kopf, ja, weil, wie gesagt, ich weiß nicht, ich volle Krämpfe da die ganze Zeit auf der Seite. Und sie wollten nicht weggehen. Die haben mich einfach gequält, die ganze Zeit. Rauf oder runter mehr? Weil es ist ja doch echt technisch gewesen und da hilft sowas jetzt nur so semi. Ja, sowohl rauf als auch runter. Das ist ja das Problem. Okay, also es hat gar keine Passage gegeben, was dir ein bisschen auslassen hast können. Nein, die Strecken hat das nicht hergegeben, leider. Und im Flachen auch nicht, ja, weißt du. Da ist ja immer heißer geworden und dann auch immer schlimmer, aber. Ja. Das mit der Temperatur hast du letzte Woche schon befürchtet, quasi, dass es so heiß wird. War es so schlimm, wie du gedacht hast? Es war Gott sei Dank immer ein bisschen windig, also ganz so extrem war es nicht, muss man ganz offen und ehrlich sagen. Aber trotzdem, also geschwitzt und wahrscheinlich
Ja. Ich weiß nicht, an was liegt, entweder zu wenig Bier oder zu viel Bier den letzten Tag. Im Zweifel zu wenig. Ja. Also ich glaube, es wäre eher mehr Elektrolyt-Loading gehört. Ja. Das muss unbedingt nachgeführt werden fürs nächste Mal. Wie hast du das empfunden von der Stimmung rundherum? War es so geil, wie du das vorgestellt hast, oder war es besser oder schlechter? Das war noch geiler. Also wirklich immens cool. Also Wahnsinn. Ich finde keine Worte dafür. Das sind wahrscheinlich in dem Fall dann die besten Worte und das beste Lob, wenn man es gar nicht ausdrucken kann. Nein, also ey, wie gesagt, was wie sich Österreich da gerade präsentiert hat, jetzt nicht unbedingt die Athleten, aber ganz Österreich mit der WM, ich glaube, das ist schon ein ganz großes Kino. Aber da muss man sagen, auch die Athleten, ihr habt es heute wirklich, wirklich fein gemacht. Also große Gratulation. Der Alex Hutter ist, glaube ich, 20. geworden und Christian Stern ein paar Plätze danach. Also ihr wart alle drei wirklich, wirklich stark. Cool. Also, mega. Gratuliere und jetzt hinsetzen, Bier holen und feiern, oder? Ja, das machen wir jetzt. Danke dir. Von deiner Bier ist jetzt schon nicht mehr. Es ging super am Anfang und dann war ich tot. Ich hatte auch echt Probleme mit Krämpfen. Das hatte ich schon lange nicht mehr. Und jetzt auch ein bisschen der Magen, der ist einfach aufgebläht jetzt von dem ganzen Cola und Gels. Okay. Deswegen ich bin so happy, jetzt hier zu sein. Was bedeutet die Teamsilbermedaille? Haben wir selber? Ja, geht davon aus. Wir gehen davon aus. Ja, richtig cool, richtig stark. Ich freue mich voll. Okay. War euch das zwischenzeitlich bewusst, irgendwie die Teamstände? Werden euch das durchgesagt? Oder war das eher jeder Es war mal, dass wir weit vorne sind, ja. Aber man muss dann eh schauen, dass man sein Bestes gibt. Ja. Hast du es irgendwie mitbekommen, dass die Katharina auf Platz 2 gelandet ist? Hat er das irgendwie extra angespannt oder ist man so in seinem eigenen Tunnel? Nee, ich dachte 3, aber 2 ist ja mega. Richtig cool. Richtig cool. Und der Antrieb, mit dir zu kämpfen, ist das Team oder das eigene Ziel? Was beides. Es ist eine WM, da wollte ich unbedingt ins Ziel kommen. Und du hast am Anfang gesagt, dass es einerseits richtig cool ist, vor der heimischen Kulisse zu laufen, andererseits ganz schön Stress verursacht. Ja. Wie hast du es jetzt auf der Strecke empfunden? War es eher Motivation? War so cool. Oder es war cool? Es war mega die Motivation. Und als du hier der Zieleinlauf war der Wahnsinn. Ich habe, glaube ich, noch nie so einen coolen Zieleinlauf. Und wo war der Stress dabei? Ja, am Anfang wollte man halt schauen, dass man oder zeigen, dass man vorne mitlaufen kann. Vielleicht bin ich es auch ein bisschen zu schnell angegangen. Ich weiß nicht. Oh, sorry, ich muss jetzt ein bisschen klarkommen. Danke. So, beste Österreicherin Claudia Rosiker haben wir jetzt da auch vor dem Mikro. Du bist heute, glaube ich, den ganzen Tag mit einem Grinser herumgelaufen. Wie war der Arbeitstag? Der Arbeitstag war teilweise anstrengend, aber schon sehr cool. Deswegen auch das Grinsen immer wieder. Du warst relativ früh schon recht weit vorn und du hast ja auch wirklich weit vorn gehalten. Ja. War das Gelände, also mit viel auf und runter und wenig Flachpassagen deins? Komplett meins, ja. Also bis zum Hordel oben war alles so mein Terrain, der Downhill auch noch. Und dann ist halt ein wenig nicht so spannend geworden und da bin ich dann auch ein bisschen zurückgefallen. Aber das war okay. Ja. Ich habe auch bewusst rausgenommen, weil ich von Grinsens nach Kranebitten gewusst habe, da werde ich leiden. Ja. Einerseits die Hitze und weil es so flach ist. Ja. Naja, und hast du dann damit wieder für hinten aus ein bisschen was aufsparen können, weil der letzte Anstieg, der ja heute bei beiden, glaube ich, entscheidend war, ist ja nicht so ohne. Also weder rauf noch runter. Also der war ja heute halt auch nochmal 1200 Höhenmeter auf und richtig steil. Was ich eigentlich gern mag, aber wenn du schon mal über 5000 Höhenmeter in die Füße hast, dann ist es nicht mehr so fein. Ist dir zum Beispiel mit dem Magen gut gegangen oder nicht? Weil wir haben vorhin ein paar Leute schon gehört mit, die einen sagen, ja, zu wenig getrunken, hab nachher Krämpfe gekriegt. Die anderen haben gesagt, Nahrung nicht so gut vertragen und hab einen harten Magen gekriegt. Also ich habe die letzten paar Stunden ja mal essen können. Da habe ich mir müssen zwingen. Und die ganze Gels, das ist ja alles so süß, das habe ich schon einmal runtergebracht. Dann habe ich halt hauptsächlich getrunken und am liebsten hätte ich nur noch Wasser getrunken. Aber es geht halt auch nicht. Man muss dann
die Elektrolyte auch. Und da habe ich mich teilweise gezwungen. Aber und zwischendurch ein bisschen habe ich mir mal gedacht, ah, der Morgen so super ist, aber zum Schluss wieder alles okay. Ja, das ist eh wichtig, glaube ich, weil Kopf macht viel, aber wenn der Magen nicht mitspielt, dann hilft er, dann stärkt der Kopf nichts mehr. Ganz genau, ja, ganz genau. Gott sei Dank. Wie ist die mit der Hitze gegangen? Also, weil es ist ja am Anfang war es ja noch ganz gut kühl und ein bisschen schattig oben Richtung Hordlauf und dann in die Senken einer ist ja brutal heiß geworden. Ah, da war es ziemlich heiß, ja. Und das zerrt dann natürlich schon. Ich habe dann schon Salztabletten auch zusätzlich genommen. Das hilft da dann. Krämpf war nie ein Anzeichen, dass ich kriege. Und ja, viel trinken. Und auch in dem Rennen sind ja die Jungen jetzt auch aus unserem Team, ich glaube, die kommen erst, oder? Also, dass man sagt, in der AK40 ist man nicht mehr wettkampffähig, stimmt jetzt nicht ganz so, oder? Ja, auf lange Distanzen geht es relativ am ersten länger. Tag die kurze Distanz ist auch von der AK40 dominiert worden. Ja, stimmt eigentlich, genau, ja. Nein, hast recht, genau. Ja, nein, das ist, wir haben da noch was zu melden dabei, ja. Ja. Ich glaub, gerade wenn es wirklich bergauf geht oder wenn wirklich Technik auch gefragt ist, da ist man wirklich lang kompetitiv, wenn man gut ist natürlich. Wenn man das mag und ich mag das gern, das Technische, ja. Ja, ja. Na, dann lasse ich dich jetzt da ein bisschen feiern, weil ich glaube, da wartet jetzt schon eine ganze Runde mit dir, was trinken will. Ganze Familienfreunde, ja, genau. Na, dann sage ich vielen Dank. Danke. Und gratuliere. Dankeschön.